Im Jahr 1626 kaufte Peter Minuit, ein Bürger der deutschen Stadt Wesel am Rhein, die Insel Manhattan für Handelsgüter im Wert von 60 Gulden. Seit damals spielen deutsche Einwanderer in der New Yorker Stadtgeschichte eine wichtige Rolle. Mehr als 24.000 deutsche Immigranten lebten im Jahr 1840 in New York. Das ist zwar eine beträchtliche Anzahl, nimmt sich im Vergleich zu den Einwandererscharen, die in den darauf folgenden 20 Jahren kommen sollten, jedoch gering aus. Zwischen 1840 und 1860 sahen sich 100.000 Deutsche aufgrund von Landknappheit, Arbeitslosigkeit und Hungersnot sowie politische und religiöse Unterdrückung dazu veranlasst, die Reise über den Atlantik anzutreten. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts lebten mehr als 200.000 deutsche Einwanderer in New York. Die meisten von ihnen ließen sich in der Gegend östlich der Bowery und nördlich der Division Street im Süden von Manhattan nieder. Diese Gegend wurde unter dem Namen Kleindeutschland bekannt. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass Deutschland bis 1871 keine politische Einheit bildete. Der Großteil dieser deutschen Immigranten hätte sich selbst als Preußen, Bayern, Hessen, Rheinländer, Pommer oder Westfalen bezeichnet. Die Gründung und Ausweitung des Deutschen Reiches in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts heizte die Einwanderungswelle jedoch noch weiter an, da Zehntausende Deutsche die Wurzeln ihrer Heimat verloren hatten und nach New York auswanderten. Im Jahr 1880 wurde ein Drittel aller Bewohner von New York, ca. 400.000 Menschen, als Amerikaner deutschen Ursprungs klassifiziert. Nur in Wien und Berlin lebten damals mehr Menschen mit deutscher Muttersprache. Gleichzeitig stieg die deutschsprachige Bevölkerung in Kleindeutschland, der Gegend von der Division Street bis zur 14th Street, auf 250.000 Menschen an. Kleindeutschland umfasste somit das gesamte East Village und die Lower East Side. Anfang des 20. Jahrhunderts begann sich diese Bevölkerungsgruppe infolge ihres gesellschaftlichen Aufstieges und der Katastrophe auf dem Ausflugsschiff General Slocum auf andere Stadtgebiete zu verteilen. Sie gründete deutsche Enklaven in Yorkville auf der Upper East Side, in Ridgewood in Queens und in Bushwick in Brooklyn. Zur Zeit des rapiden Aufstiegs der deutschen Bevölkerung in New York bauten die Deutschen Immigrantenkirchen und Krankenhäuser, gründeten Unternehmen, schufen Clubs, errichteten Denkmäler, entwickelten ihre eigene Kultur und Familiendynastien entstanden. Mit der Zeit assimilierten sie sich jedoch immer mehr und teilten sich über eine erweiterte Region auf, freilich nicht ohne der Stadt ihren Stempel aufgeprägt zu haben. Seit jener Zeit sind in New York viele Gebäude gebaut und auch wieder abgerissen worden. Sieht man jedoch genau hin, findet man noch immer mehr oder weniger versteckte Zeugnisse des deutschen Immigrantenlebens in den Straßen von New York.